Ich bin Chris Hansen. Willkommen zurück zu Datelines to Catch a Predator. In unseren neuesten Untersuchungen sahen wir alle Typen von Männern in unserem Lockhaus. Der nächste auf unserer Liste ist ein 45 Jahre alter Techniker, dessen Online-Name wir nicht zeigen können, weil dieser zu heftig fürs Nationalfernsehen ist. Hey Baby, fühlst du dich wild? Ich bin 12. Du bist ein wenig zu alt für mich, Süße. Nachdem wir das begriffen haben, hat unser Team der perversen Gerechtigkeit eine neue Taktik entwickelt und richteten ein Profil für ein einjähriges Baby ein. Und wie erwartet, hat genau er den Köder gefressen. Du siehst süß aus. Willst du dich mit mir treffen? Und wie eine Motte zum Feuer hat das Ziel keine Zeit verschwendet und kam direkt her. Beim Reinkommen scheint er unserem Lockvogel nicht zu trauen, welcher von einem 28-jährigen Schauspieler gespielt wird, den wir engagiert haben. Du siehst, ein wenig alt aus für ein Baby. Das war unser erster Fehler. Als er anfing nervös zu werden, bin ich eingeschritten. Lange Nacht geplant? Fuck! Bist du der Vater? Was machst du heute hier? Kannst du mir das bitte beantworten? Verzeihen Sie meine Wortwahl, Sir, aber ich bin ein echter Vollidiot. Wir müssen das ausbiepen. Nun, ich habe hier die Chatverläufe. Du schreibst hier zu einem scheinbar einjährigen Baby, das nicht nur in der Lage ist, einen Computer zu bedienen, sondern auch noch in der Lage war, einen eigenen HotHornyGuys.com-Account zu erstellen. Ich möchte dich wie ein Football rumwerfen. Und das war erst der Anfang. Redet man etwa so mit einem Baby-Boy? Was verleitet einen Mann ihres Alters zu so etwas? Perversion, Sir. Perversion? Wieso machst du es nicht bei Männern deines Alters? Nun, wenn du sonst nichts zu sagen hast, dann ist das der Teil, an dem ich dir sage, dass ich Chris Hansen von Deadline NBC bin und die Kameras kommen raus. Oh Gott. Oh. Und ich sage, du wurdest getrollt. Oh! Und weil er sich so gut gehalten hat, kam wie ihm das echte Baby. Nimm es, fick es, mir egal, gute Qualität.